Dankeschön. Der Name ist weltbekannt. Der Mann, der ihn trägt, ist allerdings eher dafür bekannt, dass er die Neugierde an seiner Person scheut. Er gehört zu den Männern, die das viel bestaunte und viel besungene deutsche Wirtschaftswunder im Nachkriegsdeutschland mitbegründet haben. Mit seinem Gespür für das, was kommt und für das, was ankommt, baute er fast aus dem Nichts ein Weltunternehmen auf und brachte 27 Millionen Rundfunkempfänger, 11 Millionen Schwarz-Weiß- und 12 Millionen Farbfernseher, 16 Millionen Tonband- und Kassettengeräte und 2 Millionen Videorekorder an die Käufer. Zahlen, die man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Sein Markenzeichen wurde auch nur mit 3 Blättern zum wahrhaften Glücksklee. Mit 76 Jahren, die ihm schwerlich jemand glaubt, hat er sich zum Abschied vom Chefsessel entschlossen, was nun durchaus nicht heißt, dass er nichts mehr zu sagen hat. Und weil ich weiß, wie viel er uns allen zu sagen hat, habe ich ihn für heute Abend, zu heute Abend eingeladen. Zur allgemeinen Überraschung und zu meiner ganz besonderen Freude hat er ja gesagt. Herzlich willkommen, Max Grundig. Bitte. Geht ein bisschen umständlich. Geht's? Geht, ja. Okay. Wunderbar. Max, die 76 Jahre, also ein Leben, ein erfülltes Leben, auf 45 Minuten zu komprimieren, ist eine Sache, die niemand kann. Aber ich möchte gerne deine letzte Entscheidung zu meiner ersten Frage machen, dass du die straff gehaltenen Zügel deines Unternehmens aus der Hand gegeben hast. Das hat wahrscheinlich zwei völlig unterschiedliche Seiten. Und zwar die eine ist die unternehmerische, die kaufmännische Seite. Die andere Seite ist die private, die persönliche. Die erste Frage: Sitzt hier ein Max Grundig mit einem lachenden und einem weinenden oder zwei weinenden oder zwei lachenden Augen? Tja, ich glaube beides nicht. Es gehört eigentlich Vernunft dazu. Und Vernunft kann man nicht immer mit dem Herzen allein entscheiden. Muss Überzeugung mit dabei sein. Realitäten. Ich bin der Meinung, man hat das Recht, mit 75 Jahren in den selbstgewählten Ruhestand zu treten. Und ich habe ihn ja selbst gewählt. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Ich habe fast noch mehr Arbeit als früher. Ich muss mich um die Max-Grundig-Stiftung kümmern. Ich muss mich um die Grundig-Bank kümmern. Ich kümmere mich, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Ich habe gedacht, ich kann mal faulenzen. Ich habe auch in den ersten 14 Tagen irgendwie ein bisschen mitbekommen, wie schön das Faulenzen ist. Aber ich stehe schon wieder mittendrin. Max, wer dich kennt, der zweifelt daran, dass der Motor, der ein Leben lang in dir hochtourigst gelaufen ist, dass der jetzt weniger hochtourig läuft. Ich weiß das manchmal zum Schrecken deiner näheren Umgebung. Zum Schrecken deiner Mitarbeiter, dieser Motor überhaupt nie abgestellt wurde. Denen standen immer die Haare zu Berge. Er war der Erste, der im Büro war. Er war der Letzte, der rausging. Nicht immer ganz. Wen hältst du denn jetzt in Trab? Ja, vor allem einmal den Herrn Heinlein hier. Der sitzt hier, mein Sekretär, den ich mitgenommen habe, in die Stiftung rüber. Mhm. Also ich habe ein neues Büro bezogen in der Grundig Bank. Im 4. Stock oben, sehr ruhig und gemütlich. Und habe dort Aufgaben zu erfüllen, teilweise noch für die alte Gesellschaft, für die Grundig AG. Teilweise überlege ich mir, was ich innerhalb der Stiftung oder innerhalb der Grundig Bank anfangen kann. Wir haben schon wieder 5 neue Firmen gegründet. So was nennt man zurückziehen aus dem Alltag, neue Firmen gründen. Bleiben wir doch mal bei der allerersten Firma. Es würde mich interessieren, ob du dich erinnern kannst an deine allererste unternehmerische Tätigkeit. Die allererste. Jetzt kommt was. Was kommt? Ja, ich habe noch keine Ahnung, aber... Ja, ich wollte es ja von dir wissen. Also ich hab was gelesen, das muss so ungefähr mit 4 oder 5 oder 6 Jahren gewesen sein.
Da hat er etwas gesammelt, am Bahndamm oder irgend sowas. Und hat es meistbietend unter die Leute gebracht. Es muss was mit Schweinsbraten zu tun gehabt haben. Nein, nein, es war ein bisschen anders. Nach dem Ersten Weltkrieg. Mit was? Nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Ne? Unser einziges Verlangen, das wir hatten, war einfach, oder was wir hatten, war Hunger. Hm. So. Geld hatten wir keins. Zu essen gab es wenig. Also es gab kein Brot zu kaufen, gab keine Wurst zu kaufen und so weiter und so fort. Das kann sich die heutige Jugend überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Da waren wir 4, 5 Kameraden, die da immer von früh bis Abend aus waren. Wo kriegen wir was zu essen her? Sei es ein Apfel oder Birne oder irgendetwas. Und bei den Streifzügen haben wir gesehen, wie manche Frauen so mit dem Streusel heimgingen. Ne, haben uns erkundigt, was soll das sein? Es war das irgendein Gewürz, das am Bahndamm zwischen Nürnberg und Fürth, als die Eisenbahn gefahren, gewachsen ist. Und da hat man einfach Kräuter für den Braten gebraucht, ob das Schweinebraten war oder irgendetwas, ich habe keine Ahnung. Den Zelten gegeben hat? Auf jeden Fall haben wir die Dinge da am Bahndamm gepflückt. Dann haben sie für 10 Pfennig angeboten. Das war, was war das für ein Beifuß? Beifuß? Beifuß hat man damals. Wie schmeckt genannt das? Beifuß? Ja, wie es allein schmeckt, weiß ich nicht. Aber im Schweinebraten hat es ein wunderbares Aroma angeblich. So, haben wir einen Beifußhandel aufgemacht für 10 Pfennig. Ne? Ja. Und für 10 Pfennig hat man wieder eine Tüte Waffelbruch bekommen. War das schon der Kaufmann im Kind oder war das der Chirurg? Ach, weiß ich nicht. Kann man nicht sagen. Ne? Kann man schlecht sagen. Ein Mann, der ein Weltunternehmen aufbaut, der muss irgendwann besondere kaufmännische Fähigkeiten in sich gefühlt, entdeckt oder sonst irgendetwas haben. Wann ging denn das los? Also fragen wir mal so, du musstest im Laufe der Jahre lernen, in Größenordnungen von Milliarden zu denken. Warst du in der Schule schon ein guter Rechner? Glaube nicht. Nee. Von der Schule habe ich ja überhaupt keine große Vorstellung mehr. Denn es war der Erste Weltkrieg. Mhm. Die Männer waren im Feld. Die Lehrer waren Fräuleins und so weiter und so fort. Ne? Die natürlich uns jung nicht beherrscht haben. Ne? Also wir sind in die Schule, wenn es uns gefallen hat. Wenn es uns nicht gefallen hat, sind wir zum Fußball spielen. Ja, das waren damals solche goldige Zeiten. Bin gespannt, was das für eine Wirkung draußen hat morgen. Wenn das der Ausgangspunkt für so eine Karriere ist, dann sehe ich ab Dienstag keinen mehr in die Schule gehen. Max Grundig hat gesagt, wenn wir Lust gehabt haben, sind wir in die Schule gegangen und wenn nicht, so zum Fußballspiel. Da ist viel Wahrheit dabei. Es wäre nervös dabei. Es besteht überhaupt wegen kein Leid. Ja doch, also ich sag's Ihnen, als wir gerade uns hinten getroffen haben, hat er gesagt, 10 Aufsichtsratssitzungen sind mir lieber, als jetzt da rausgehen. Und in dem Zusammenhang darf ich sagen, dass ich besonders stolz bin, dass ich Max Grundig dazu überreden konnte, zu uns zu kommen zu heute Abend, denn ich glaube, er hat es noch nie vorher irgendwo gemacht. Nö. Das ist kurz und bündig. In deinem Geburtsjahr 1908 habe ich herausgefunden, das ist eine für mich bemerkenswerte Übereinstimmung. 1908 wurde in Nürnberg der allererste Radioclub gegründet. Mhm. Wann bist du zum ersten Mal mit diesem Wunderwellengerät überhaupt in Berührung gekommen? Ich glaube mit 16, 17 Jahren. Mhm. Man hat es damals Detektoren genannt, ja. Die erste Dinge. Hat man Pappspule gekauft, Draht, ein bisschen Kristall und so weiter. Da hat es Anleitungen gegeben, da hat man die Dinge selber gewickelt. Mhm. Man hat die Kondensatoren selber gemacht. Das waren solche Instrumente, ne, aus Glasplatten, Staniol und so weiter und so fort. Heute ist das Ding so winzig klein, Bruchteil von ein paar Millimeter. Die habt ihr selber gebaut damals? Selber gebaut. Es muss eine riesenhafte Antenne mit 100 Metern. Und zwischendurch, wenn wir Glück gehabt haben, haben wir was gehört. 100 Meter? Antenne. Hoch oder lang? Nein, lang, in der Breite. In der Breite, von einem Häuserblock zum anderen. Als Max Grundig 12 Jahre alt war, glaube ich, starb sein Vater. Ja. Hinterließ seine Mutter mit 4 Kindern. Ja. Es herrschte Not. Große. Hat diese Not
Max Grundig so erfinderisch gemacht? Weiß nicht. Kann ich nicht sagen. Das Bemühen, zu helfen, für die Geschwister verantwortlich zu sein, das sind, glaube ich, drei Schwestern? Ja. Ja, vielleicht war ein gewisser, doch ein gewisser Zwang oder Notlage dahinter. Hm. Aber die Schule wurde dann... Ich glaube, da war ich zu jung, um die ganze Situation begreifen zu können. Mhm. Die Schule wurde dann unterbrochen und es kam eine kaufmännische Lehre in Fürth. Und das Erstaunliche daran... Nürnberg. In Nürnberg? Noch. Nürnberg. Bin ja Nürnberger. Ich höre. Ich höre das sogar. Nürnberger. Nürnberger. Die kaufmännische Lehre wurde dadurch besonders ausgezeichnet, wenn es stimmt, 30 Mark im Monat verdient. Ja. Aber jetzt kommt's. 3000 Mark nebenher als Provision. Und wie ging das? Ja, im zweiten Lehrjahr kam ein Umstand. Und zwar Fürth baute ein Krankenhaus. Und es waren nur Fürther Geschäftsleute zugelassen. Mhm. Aber meine Firma war in Nürnberg. Sagte mein damaliger Chef, wir kaufen eine kleine Firma in Fürth, eine kleine Installationsfirma. Damit sind wir Fürther. Und du gehst nun, dann machst du einen Geschäftsführer. Da war ich 17 Jahre alt. Als Lehrling? Als Lehrling, im zweiten Lehrjahr. Aber womit konnte man 3000 Mark Provision verdienen? Ja, ganz einfach. Ich habe mein Gehalt gehabt ganz einfach. mit 30 Mark und habe vom Umsatz 3% Provision bekommen. Mhm. Ich habe erst gedacht, dass vom Ladenumsatz, denn wir hatten Installationsgeschäft dabei, haben Glühlampen verkauft, Sicherungen, alle möglichen Dinge, bis zur Deckenlampe oder irgendetwas. Mhm. Und das hat man dann in der Geschäftsleitung, mein Chef hat das falsch aufgefasst, hat das ganze Problem gemeint, also auch die Installation vom Fürther Krankenhaus, die wir tatsächlich bekommen haben. Das war dann ein Objekt von 100.000 von Mark. Mhm. Und aus dem Objekt habe ich die 3% Provision mitbekommen. Ja. Und habe dann mehr verdient als unser Prokurist. Da wir es auch. Und waren noch Lehrling mit. Ganz einfach. Im dritten Geschäftsjahr. Die. Zufall. Ja, die Entscheidung, Unternehmer zu werden, die fiel auch zu einem Zeitpunkt, als man das eigentlich noch gar nicht allein entscheiden konnte. Denn die Selbstständigkeit, die begann mit der Unterschrift von der Mama, weil. Du warst noch gar nicht volljährig, konntest also noch überhaupt keine Firma leiten oder übernehmen. 21 musste man damals sein. 21 war damals Volljährigkeit und du warst 19, ja. Als du dein erstes Geschäft gegründet hast. Was für ein Geschäft war das? Womit ging das Radio-Geschäft. Los? Radiogeschäft. Mit Radios? Ich habe dann dem Geschäft die Radio-Bauteile aufgenommen. Mhm. Es hat nur Bauteile gegeben. Einzelne Geräte, aber die kamen aus England. Es waren oben ein paar Röhren drauf, Kopfhörer dazu und so weiter. Also es waren... Nebenartikel in dem Installationsgeschäft. Ne? Mit 19 Jahren habe ich mir gedacht, es wird Zeit, du machst dich selbstständig. Habe einen Laden gemietet. Der hat 175 Mark Miete gekostet in Fürth. Und der Inhaber des Ladens, das heißt der Hausbesitzer, hat gesagt, wie alt sind Sie denn überhaupt? Ich habe gesagt, 19. Er hat gesagt, geht nicht. Sie müssen 21 sein. Ihre Unterschrift gilt nicht, kann den Laden nicht vermieten. Mhm. Jetzt habe ich drei, oder sie bringen die Unterschrift ihrer Mutter. Meine Mutter hat sich geweigert, 3 Tage habe ich gekämpft. Ne? Am 4. Tag bin ich runter mit der Unterschrift, hab den Laden gemietet. 175 Mark Ladenmiete. Warum hat sich die Mutter geweigert? Ich habe gesagt, Junge, du hast so eine gute, nein, du hast so eine gute Stelle, stell dir mal vor, was du verdienst, was willst du im Laden verdienen und so weiter und so. Ich habe in dem Laden auch weniger verdient als damals, als. Lehrling war ich nämlich, war schon Angestellter da. Ich habe lange genug, das ist ein Zitat, ich habe lange genug hinter dem Ladentisch gestanden, um den Geschmack des Publikums zu kennen. Da beginnt es jetzt dann hochinteressant zu werden, denn dieser Publikumsgeschmack, der muss wohl was ganz Eigenartiges sein, zu erkennen, ihn zu erfassen und zu dem zu machen, was dann in den Grundig-Werken geschehen ist. War das auch dein eigener Geschmack? Oder war das ein Gegensatz, der sich da entwickelte? Die Erkenntnis eines Unternehmens, das wollen die Leute, das ist zwar nicht mein Geschmack, aber das wollen sie und das gebe ich ihnen. Wie war das damals? Das muss man, glaube ich, getrennt sehen. Man muss dem Wunsch des Käufers irgendwie Rechnung tragen.
aber der Wunsch des Käufers ist weit oft von den Realitäten, entweder vor oder zurück. Also man muss schon eine eigene Initiative, kreativ irgendetwas anbieten oder herstellen können. Muss aber doch wissen, was kauft die Masse, was oder wie und so weiter und so fort. Wie groß hat sich denn damals dieses Geschäft schon entwickelt? War das schon ein großes Unternehmen, sagen wir mal, bis zum Beginn des Krieges zum Beispiel? Ach, nach 3 Jahren war ich seinerzeit, sind die Umsätze in Klassen eingeteilt worden. Hat es eine Gesellschaft gegeben, so eine halbstaatliche Gesellschaft, hat Verrufa geheißen. Und die hat sie eingestuft dann in Prozentsätze. Die ging an bei 27, haben aufgehört bei 36. Damals gigantische Zahlen, aber man hat ja nur in der Woche vielleicht einmal 2 Radioapparate verkauft und sonst ein bisschen Batterien oder irgendwie Zubehör. Und da war ich nach 3 Jahren, war ich in der höchsten Spitzenklasse von 36% und habe im Viertel 1 Million D-Mark, Reichsmark umgesetzt. Es kam irgendwann der Krieg und das war für viele eine große Zäsur. Geschäfte, die aufgebaut waren, haben darunter gelitten. Und jetzt muss ich also einfach fragen, in diesem Krieg hätte man annehmen können, dass ein so alerter, unternehmenslustiger Mensch, der hätte es eigentlich mindestens zum Wehrwirtschaftsführer bringen müssen. Aber er brachte es bis zum erstaunlichen Grad eines Gefreiten. Obergefreiten. Entschuldigung. Obergefreiten. Entschuldigung. Bis zum Obergefreiten. Hat da das unternehmerische Talent versagt? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich hatte damals, es war einfach ein Glücksumstand, die Möglichkeit, das heißt, wir sind ausgesucht worden, unter 100 Leuten sind 5 oder 6 übrig geblieben, kam ich zu einer Dienststelle, bekam eine Sonderausbildung in allen möglichen Dingen. Und in dieser Dienststelle hat es Planstellen gegeben. Da war eine Planstelle für den Obergefreiten, der nächste war Hauptmann im Generalstab, der nächste war Oberst, der dritte, der letzte war General. Und wenn Sie von der Planstelle weggekommen sind, dann war es eigentlich vorbei. Dann sind Sie irgendwie zum Truppenteil gekommen und dann Ausbildung und ab damit. Ich bin noch nicht zufrieden damit. Ich weiß nämlich, womit er seine Planstellen erhalten hat. Mit sowas Ähnlichem wie Volksempfängern oder sowas. Ach, nee, das war schon vorher. Das ging schon vorher los. War schon vorher. Ja, ja, da gab es also Leute, die haben gesagt, können Sie mir nicht und freundlicherweise und... Ja, natürlich und, Gott, damals war ich vielleicht noch liebenswürdiger oder bin als liebenswürdiger erkannt worden als heute. Habe ich halt so manchen Volksempfänger besorgt oder... Röhre dazu oder irgendetwas. Mhm. Das war damals ungefähr, was will ich heute sagen würde, es will irgendjemand einen Videorekorder. Bleiben wir noch nicht bei den Videorekordern. Das ist vielleicht ein heikles Thema, auf das ich noch zu sprechen komme, weil da gibt es verschiedene Systeme und Max Grundig hat ein eigenes entwickelt. Das war vielleicht nicht eine der glücklichsten Entscheidungen, oder? Nee, die ich allerdings nicht allein getroffen habe. Im Gegenteil, ich war dagegen. Das Video 2000 einzuführen? Ja. Weil der auf dem internationalen Markt VHS. Ach, da müsste man ihn einfach weiter ausholen. Kann ich das? Ja, natürlich. Also, Videorekorder. Vor 5, 6 Jahren bin ich nach Eindhoven. Dort ist Philips die Geschäftsleitung. Hab denen eine Kassette auf den Tisch gelegt und hab gesagt, hier, mit der Kassette bauen wir einen Videorekorder. Die Herren damals, die das Sachen hatten, Präsident und so weiter, sagt, nein, wir wollen keinen Videorekorder, wir setzen auf die Bildplatte. Ich dagegen habe auf die Bildplatte gar nichts gehalten. Es ging hin und her, bis zu der Bemerkung von mir, meine Herren, Sie sitzen im 16. Stock und wissen nicht, was in Bandera passiert. Zeitlang stillschweigen und dann wiederum treffen. Und da hat man mir eine Kassette auf den Tisch gelegt und hat gesagt, damit bauen wir, und zwar Philips und Grundig, Videorekorder. Also langes Hin und Her, der Videorekorder gebaut. Ich konnte allein nicht ein System machen. Ich bräuchte noch einen Partner, einen großen dazu. Kleiner hätte es genug gegeben, aber hätte keinen Wert gehabt. Jetzt haben wir also das Videosystem 2000 gebaut. Besser als die Japaner, aber teurer, weil besser. Und war eigentlich ein Gerät, welches schon halb professionell zum Beispiel hier im Studio verwendet werden kann. Und das war der Fehler dabei.
Ich habe ihn auch erkannt. Hab gesagt, das Gerät wird zu teuer. Der damalige Entwickler hat gesagt, Herr Grundig, wenn Sie recht haben, dann kann ich eine Pistole nehmen, kann mich erschießen. Habe ich meine Schublade aufgemacht und ich hab zwar keine drin gehabt, habe gesagt, darf ich Ihnen die Pistole gleich übergeben? Symbolisch. Na, symbolisch. Na, also so ist nach langen Geburtswehen Video 2000 entstanden. Mhm. Na, heute wissen wir, es war kein Fehler. Wir haben mit dem System furchtbar viel gelernt. Die Japaner haben genauso viel gelernt. Es geht vielleicht daraus hervor. Wir haben heute einen Patentbesitz, der ist mindestens genauso groß wie die der Japaner. Mhm. Auch ein Beweis dafür, Grundig zahlt zum Beispiel keine Marktlizenz an irgendeine japanische Gesellschaft. Ne? Umgekehrt vielleicht eher. So ist das System 2000 entstanden. Wir haben den amerikanischen Markt nicht, wir haben den asiatischen Markt nicht. Ne? Mit vielen, vielen, nicht nur 100, sondern fast Milliarden Menschen. Wir sind auf den europäischen Markt angewiesen. Aber die Menge, die Masse macht es. Mhm. Ne? Mit 1 Million Videorekorder pro Jahr zu bauen, kann man kein Geld verdienen. Kann die Entwicklung nicht weiter betreiben. Kann auch keine 30.000 Menschen damit beschäftigen. Ne? Die Japaner bauen 10 Millionen oder noch mehr. Und heute vertrete ich die Meinung, Videorekorder ist ein Videorekorder. Es gibt nur verschiedene Kassetten. Es wird auch weitere neue Kassetten geben. Es wird auch weitere neue Systeme geben. Das 8mm-System steht vielleicht vor der Haustür. Mhm. Und wenn es kommt, ist es schon wieder überholt, weil wiederum eine neue Technik kommt. Aber das ist der Ablauf, der Zeitlauf der Technologie und so weiter und so fort. Wir haben uns kennengelernt, als bei uns in Deutschland das Fernsehen gerade begonnen hatte, 1953, 1954. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass Sie mir damals in Bezug auf die technische Entwicklung Dinge vorausgesagt haben, die absolut utopisch geklungen haben. Das konnte sich damals überhaupt keiner vorstellen. Alles, was Sie damals gesagt haben, ist in den letzten 25 Jahren fast minutiös eingetroffen. War das damals für einen Produzenten von Unterhaltungselektronik zwangsläufig voraussehbar oder war das die berühmte Grundig-Nase, die, sagen wir mal, wenn ich da nochmal so ein Stichwort reinwerfen darf, die Grundig-Nase, die zu diesem Phänomen geführt hat, Heinzelmann. Das ist ja wohl das Stichwort für den Beginn der großen Karriere des Namens Grundig, denn damit begann die Belieferung von Massen von Menschen, die etwas mit dem Heinzelmann bekommen konnten, was gegen das Gesetz war, letzten Endes. Denn damals war Radiogeräte bei uns verboten. Nein, es war nicht gegen das Gesetz. Denn ich habe einen Baukasten gemacht und kein fertiges Gerät. Ja, wir wären gar nicht in der Lage gewesen, ein fertiges Gerät zu machen. Gut. Weil es die Röhren nicht gegeben hat. Sagen wir es so, das Gesetz bestand gegen die Fertigung von Radios und der Umweg war verboten. Eben. War noch von der Besatzungsmacht verboten. Ja. Aber einen Baukasten zu machen, wo sich der Käufer unter Umständen die Röhren selber beschaffen muss, und zwar Röhren, die in Millionen Stück vorhanden waren, in zig Millionen, weil sie in Wehrmachtsgeräten verwendet wurden und so weiter. Wenn jemand geschickt genug war, hat er solche Röhren haben können. Die waren, wie gesagt, in Millionen Stück Zahlen vorhanden, was sie nur reinstecken brauchen, dann ging das Ding. Wie ging das? Wie kam man an dieses Material? Denn ich kann mich erinnern, damals war das so nahezu alles beschlagnahmt. Man brauchte Stempel, man brauchte Bezugsscheine. Wie lief das damals? Wie konnte man so war im Wesentlichen Material, welches greifbar war aus früheren Rüstungsfertigungen. Mhm. Zum Beispiel Kupferdraht oder Widerstände, Kondensatoren. Ich habe Fabriken dazu gebracht, die Bauelemente während des Krieges herstellten, die natürlich geschlossen waren, keine Beschäftigung hatten, dass sie die Fertigung aufnahmen und so weiter und so fort. Also der Heinzelmann hat eine ganze Industrie in Bewegung gebracht. Wir waren jahrelang zum Beispiel der größte Furniereinkäufer in ganz Deutschland. Wir waren der größte Kunststoffverarbeiter und so weiter und so fort. Oder nur eine kleine Episode dabei. In der Zeit hat man einfach geglaubt, nur Männer können Gehäuse polieren. Ich habe gesagt, das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Eine Frau kann doch so einen Lappen in die Hand nehmen, ein bisschen Kolophonium, Spiritus und kann da so ein Gehäuse polieren. Hat niemand geglaubt. So, in 4 Wochen war die ganze Geschichte fertig, waren 200 Frauen da gesessen, haben die Gehäuse poliert. Sonst wäre die Menge gar nicht zu schaffen gewesen oder irgendwie. Und so ging es mit vielen, vielen Dingen. Ich möchte mal zurückkommen. Aber vielleicht ist es mal interessant zu erzählen, wie der Heinzelmann entstanden ist. Ja, bitte.
Das ist nämlich aus einer Notlage heraus entstanden, und zwar deshalb, weil nach dem Krieg kam ungefähr einige Dutzend ganz hochkarätige Entwickler, Techniker, Ingenieure und so weiter und so fort zu mir und sagten, Herr Grundig, jetzt während des Krieges haben wir treu zu Ihnen gestanden, was soll man machen? Ich habe gesagt, Kinder, was soll man machen? Wir machen die Dinge nicht mehr, die wir gefertigt haben. Das war Rüstungsfertigung, ne? Die wir machen mussten. Also, was zum Beispiel? Naja, das waren Steuergeräte für irgendwelche Dinge, das waren elektronische Zünder, alles hochkomplizierte Dinge, zu denen große Erfahrung, Wissenschaftler notwendig waren, Diplom-Ingenieure und so weiter und so fort. Und die Leute waren genauso über Nacht dagestanden wie ich. Ne? Hatten keine Arbeit mehr, hatten kein Einkommen mehr. Ne? Nur im Gegensatz zu mir, ich hatte Material aus der Fertigung. Mhm. Ne? Und so weiter. Was jetzt mit der Fertigung machen? So habe ich gesagt, Kinder, machen wir doch mal Transformatoren. Ne? Haben wir Transformatoren gemacht, ein paar hunderttausend Stück. Ne? Aber erst muss man die Fabrik dazu haben. Das Material hat man, die Einrichtung hat man, aber die Fabrik hat man nicht. So habe ich einen Bekannten auf der Straße zufällig getroffen, Spielwarenfabrikanten, der hat eine große Spielwarenfabrik gehabt. So, ich tue deine Fabrik auch nicht brauchen. Sagt er, kannst haben. Na, ich gehe sowieso weg. So, aber die Transplantoren gingen ja, oder der Bedarf ging ja mal zu Ende. So habe ich meinen Leuten gesagt, Kinder, überlegen wir uns was. Was machen wir danach? Da haben wir Messgeräte gebaut, alles mögliche Zeug. Ging auch zu Ende. Was macht man dann? So, Rundfunkgeräte können wir nicht machen. Vielleicht bauen wir Eisenbahnen, Spielzeugeisenbahnen. War auch wieder nichts. Das Material hat es nicht gegeben. Also Rundfunkgeräte bewirtschaftet. Ich sagte, meine Herren, bauen wir einen Baukasten. Die sollen sie ihre Röhren besorgen oder wir besorgen es und liefern, geben sie denen extra noch dazu und so weiter und so fort. Und so ähnlich, also in kurz Fassung ist der Einzelmann entstanden. Mhm. Einige hunderttausend Stück haben wir gebaut. Wir haben die verkauft, wir haben das Geld nicht mehr gezählt. So sind die Dinger gekauft worden. Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Grundig-Nase. Ich weiß von vielen Ihrer Mitarbeitern, dass, weil Sie gerade erwähnt haben, da waren sehr viele Techniker, Wissenschaftler, Fachleute, die ja dann, je größer ein Werk wird, immer mehr zusammenkommen. Und die haben alle eine ganz präzise Meinung von irgendetwas. Und es wird gesagt, dass diese Meinung, kann man sagen, in den meisten Fällen nicht ihre Meinung war, sondern dass die sie gebraucht haben, um sie von dem fachmännischen, ausgedachten, ausgerechneten wieder zurückzubringen auf das normale Gefühl für Dinge, die man nicht errechnen kann, nicht zeichnen kann, sondern man einfach mit der Nase spielt und sagt, ich finde, es müsste so oder so sein. Haben Sie da Ihrem... Da gibt es einen ganz einfachen Nenner. Wenn es nicht meine Meinung war, habe ich es nicht gemacht. Das ist ganz einfach. Danke. Ein großer Satz. Ein großer Satz, gelassen ausgesprochen. Wenn es nicht Ihre Meinung war, musste immer alles nach Ihrer Meinung gehen. Es musste immer alles nach der Pfeife von Max Grundig tanzen. Fast. Fast. Ja, wer übernimmt die Verantwortung? Ja. Ja. Sehr schnell hat man 600 Leute, sehr schnell hat man 3000 Leute, sehr schnell hat man 20.000 Leute. So. Wer übernimmt die Verantwortung? Was war die Höchstzahl? Der 40, Beschäftigten. 40.000. 40.000 Menschen. Ja. Wie viel sind es heute? 25. Hängt das mit der Automatisierung zusammen, mit der Entwicklung der Technik? Viel. Sehr viel. Oder hängt es mit... Die Dinge sind einfacher geworden. Das heißt, wir machen heute, Zulieferanten machen heute Arbeiten, zu denen wir 1.000 oder 2.000 Leute gebraucht haben. Hm. So kleine Chips heute oder Mikroprozessoren oder ähnliche Dinge. Die machen wir heute nicht mehr selber. Wir entwickeln sie und geben sie dann irgendwo mit 1 Million, 2 Millionen Stück in Auftrag. Also die Leute, die wir abgebaut haben, ist nämlich eine ganz verkehrte Meinung, dass man sagt, Automatisierung vernichtet Arbeitsplätze. Im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir nicht automatisiert hätten oder nicht weiterhin automatisieren würden, würden wir Arbeitsplätze verlieren. Ne? Nur schichten sich die Arbeiten um. Arbeiten, die wir viel gemacht haben, die machen heute andere Gesellschaften. Ne? Wir machen viele Bauelemente nicht, wir machen keine Bilder an, aber wir machen alles andere selber. Mhm.
Ich muss einfach mal ein paar Zahlen in den Raum werfen. Ich glaube, das Umsatzvolumen deines Unternehmens lag zum Schluss bei über 3 Milliarden Mark. Das ist eine Größenordnung, von der man sagt, die sei heute im internationalen Wettbewerb zu klein, um allein zu bleiben, selbst mit einem so gewaltigen Umsatz. Daraus entstanden Bemühungen, von dir eine europäische Konstellation zu finden gegen die japanische, asiatische Konkurrenz, die, wie wir alle wissen, auf unseren Markt enorm drückt. Und das ist ja auch im Augenblick das große politische Thema, abgesehen von 35 Stunden oder so. Macht ein Wirtschaftsführer so wie du eigentlich, oder nicht macht er eigentlich, sondern macht eigentlich der Politik? Tja, wer soll sie sonst machen? Die Politiker? No. Ich habe noch keinen Politiker gesehen, der einen Fernsehapparat gebaut hat oder einen Videorekorder. Ich kenne ein paar sehr schöne Geschichten von Begegnungen mit den, wenn ich das dann so sagen darf, mit den sogenannten Großen der Welt. Wenn also die nicht die Politik machen, sondern die Wirtschaftler. Sind es 29 Kilo oder 39 Kilo Orden, die du insgesamt hast? Ja, Heinlein, das muss man sehr 49, wissen, 49 Sie nicht. Kilo Orden, ich darunter die höchste deutsche Auszeichnung, die es überhaupt gibt, mit Schulterband und Stern. Es gibt eine Begegnung, von der ich gehört habe, ich glaube, war es Brezhnev. Kannst du darüber was erzählen? Ach Gott, ich kann ja eigentlich viel davon erzählen. Etwas? Aber, naja, etwas. Ich entsinne mich, einige Jahre zurück kam Brezhnev und Gromyko mit seinem ganzen Stab nach Bonn. Ich war eingeladen mit, musste hin, bin auch gern hin, aus Neugierde und so weiter. Ich war vorher schon in Moskau, habe vorher schon Brezhnev gekannt. Kommt der damalige Bundeskanzler mit Brezhnev und Gromyko auf mich zu. Und Gromyko sagt, Herr Grundig, wann kommen Sie wieder nach Moskau? Sag ich, Exzellenz, ich komme nach Moskau, wenn Sie mich einladen. Sagt der Brezhnev, was sagt er? Übersetzt der Dolmetscher, Herr Grundig kommt nach Moskau, wenn wir ihn einladen. Sagte, Sie sind eingeladen. Sagt, Dankeschön, aber ich habe noch einen Wunsch dabei. Ich muss mit meiner eigenen Maschine fliegen können. Der Gromyko, der Brezhnev sagt gar nichts. Der Gromyko schaut einen Moment und sagt, einverstanden. Meine Herren haben einen Termin ausgemacht, bin mit meiner Frau mit unserer Maschine nach Moskau in 2 Stunden geflogen. Die letzten Jahre galten sicherlich auch dem Gedanken, was mit diesem großen Werk geschieht. Ein männlicher Erbe ist nicht da. In dieser ganzen Zeit hattest du ein Privatleben. Gab es einen privaten Max Grundig in dieser Zeit? Ich glaube nicht. Gab ihn nicht. Der Tagesablauf hat so ausgesehen, bis kurz vor wenigen Wochen um 6 Uhr aufstehen, nicht vor 6 Uhr, 7 Uhr heimkommen, ne? Eine halbe Stunde Entspannung, eine halbe Stunde Abendessen. Und dann wieder Schreibtisch. Erst einmal um 10 Uhr kam meine Frau und sagte, es wird Zeit. Das zweite Mal um 10:30 Uhr. Und dann ist 11 Uhr geworden. Nächsten Tag früh um 6 Uhr wieder aufstehen. Gibt es jetzt einen privaten Max Grundig? Mit einer halben Stunde oder eine Stunde mehr. Bei der später aufstehen. Bei der Gelegenheit darf ich jetzt auch in die Richtung schauen, in die Max Grundig gerade geschaut hat, und darf sehr herzlich seine junge Frau, darf ich sagen, begrüßen, Frau Chantal Grundig, herzlich willkommen. Die 3,5-jährige Maria ist nicht dabei, schaut die zu Hause zu. Um Gottes Willen. Was heißt um Gottes Willen? Die wird den ganzen Laden auf den Kopf stellen. Wir haben nichts dagegen, wenn hier jemand den Laden ein bisschen auf den Kopf stellt. Nein, eine sehr ernste Frage in dem Zusammenhang. Was wird aus dem Namen Max Grundig, nachdem kein männlicher Erbe übernimmt, sondern eine Stiftung ist da, jetzt verkauft an Philips oder ein Teil verkauft an die Philips? Die Hälfte. Bleibt die Hälfte verkauft an. Das ist auch eine ganze Menge. Bleibt der Name Max Grundig? Bleibt der Name Grundig? Der Name Grundig bleibt, ja. Als Produkt Grundig. Grundig bleibt eine eigenständige Gesellschaft. Ne?
Wir werden am Markt draußen uns Grundig und Philips genauso begegnen wie heute. Aber wir werden bestimmt in vielen Teilen Entwicklung, Fabrikation und so weiter zusammenrücken. Und es war ja Sinn und Zweck der ganzen Kooperation. Denn mit 2 Millionen Fernsehgeräte, wir machen momentan 2 Millionen Fernsehgeräte, 1 Million Videorekorder, sind sie gegen der japanischen, ist nicht nur die japanische, sondern die asiatische Übermacht nicht mehr lebensfähig, nicht mehr konkurrenzfähig. Wir müssen innerhalb Philips Grundig, innerhalb Europas 6 Millionen Fernsehgeräte, 3 Millionen Videorekorder fertigen. Wir brauchen einen Umsatz von 10 Milliarden. Dann können wir gegen die japanische, ich nenne sie immer Phalanx, antreten. Wenn nicht, geht nicht nur die Unterhaltungselektronik, sondern auch die Bauelemente-Geschichte, die von der Unterhaltungselektronik lebt und für viele, viele andere Zweige lebensnotwendig ist, für Europa, geht an den Japaner oder an irgendeine andere Märkte verloren. Mhm. Japaner ist heute gar nicht mehr die große Konkurrenz. Die große Konkurrenz entwächst aus Korea und so weiter und so fort. Vielleicht morgen aus China. Vielleicht morgen ist vielleicht das letzte Stichwort für eine Frage. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, vor 25 oder vor fast 30 Jahren gab es eine ganze Reihe von Prognosen, Voraussagen von dir, die alle eingetroffen sind, wenigstens in den ganz wichtigen Bereichen in Bezug auf die Entwicklung der Unterhaltungselektronik. Was wir da in den letzten Jahren erlebt haben, ist sensationell. Was jetzt im Augenblick geschieht, ist wieder so eine innovative Zeit, wo man sagt, oh Gott, was wird alles daraus? Würdest du dir trauen, nochmal so eine Voraussage zu machen für die nächsten 30 Jahre? Naja, 30 Jahre nicht, aber für die nächsten, sagen wir, Ende des Jahrzehnts, ganz sicher. Ich möchte vielleicht einmal, das habe ich öfter erzählt in letzter Zeit, einen Rückblick geben dahingehend. Viele werden sich erinnern können, wie hat deine Mutter vor 30 Jahren gewaschen? Oder vor 40 Jahren mit so einem Mich? Rüttel. Vielleicht so. Nein, deine Wäsche. Meine Wäsche. Also Hemden und so weiter und so fort. Ne? Also mit dem Rüttelbrett oder irgendwie. Ja. Ne? Manchmal hat sie auch mich mit dem Rüttelbrett gemacht. Gut, war vielleicht auch gut. Es kam darauf an, wie ich nach Hause kam. War vielleicht auch gut. heute, ja, die Waschmaschine. Jeder nimmt die Waschmaschine als eine Selbstverständlichkeit. Die Wäsche kommt rein, sie kommt gewaschen raus, womöglich schon bügelfertig oder braucht gar nicht mehr gebügelt werden und so weiter und so weiter. Genauso geht es mit dem ganzen Unterhaltungsgeräten und so weiter, also Fernsehgerät, Videorekorder, Radiorekorder, Hi-Fi-Gerät und so weiter und so weiter. Es wird eine Einheit geben, ne? Irgendeinen großen Bildschirm, ne? Und unten ist ein Videorekorder drin, nur noch so schmal, ne? Und nebendran ist ein Hi-Fi-Gerät mit der Kassette und so weiter und so fort. Wer will sich die ganze Wohnung in Zukunft, ne? Oder die, ich möchte es so nennen, die jetzige oder zukünftige Käuferschicht, die hat ganz, ganz andere Interessen als Fernsehen oder Video. Und zwar deshalb, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, wie die Waschmaschine. Also das Fernsehen, der Videorekorder gehört in die Wohnung, gehört in den Haushalt. Das ist also wie Steckkontakt. Genau, die Kassette wird anders aussehen. Der zukünftige junge Mensch oder Käufer, der wird sich mit BDX befassen, also Bildschirmtext. Ne? Ungeahnte Möglichkeiten. Mit dem Heimcomputer und so weiter und so fort. Aber Fernsehen wird eine Selbstverständlichkeit sein. Der Videorekorder wird eine Selbstverständlichkeit sein. Er wird auch nicht mehr die Ausmaße haben. Er ist kleiner als eine Zigarrenkiste. Glaubst du, dass zum Beispiel diese technische Entwicklung, die Kommunikationsbereitschaft der Menschen, das Miteinanderleben, das sich miteinander beschäftigen, dadurch zunehmen wird, abnehmen wird, reden die Menschen überhaupt noch dann irgendwann miteinander oder bedienen sie sich nur noch dieser anderen Form von Waschmaschine? Ach Gott, da gibt es große Auseinandersetzungen doch momentan, ne? Ja? Über Fernsehen. Die einen Was sagen, ist deine Meinung dazu? Ja, nur ganz einfach, das Ding kann man abschalten. Wer nicht will, der braucht nicht. Aber es wird ganz andere Möglichkeiten geben. Man wird die Auswahl unter 30 Programmen haben. Aber wer kann 30 Programme anschauen? Man wird eben das sehen, was für einen interessant ist oder irgendwie. Man wird auch Zeit finden, der
zukünftige Käufer, die jungen Leute. Ne? Fernsehen ist Selbstverständlichkeit. Ich habe schon erwähnt, Heimcomputer, mhm. ne? mit dem man unendlich viel machen kann. PTX, also Bildschirmtext. Eine unendliche Vorstellung, die sich heute die große Masse noch gar nicht vorstellen kann. Ne? Ich wähle eine Nummer, rufe ab und habe ein Schachbrett von mir und kann gegen den Computer Schach spielen. Oder Mühle oder irgendetwas. Mhm. Oder kann irgendetwas abfragen. Und du siehst es als positive Entwicklung? Ich sehe es als positive Entwicklung, ja. Denn Fernsehen oder Musik und so weiter und so fort, ich weiß nicht, wer es wegdenken will. Und ich kann da nur noch mal sagen, wer es nicht haben will, er kann ja abschalten. Oder es wird ja keinen gezwungen, einen Videorekorder zu kaufen oder ein Fernsehgerät. Aber es wird ein anderes Medium sein. Innerhalb einiger Jahre. Nicht von heute auf morgen, aber bestimmt innerhalb der nächsten 5 Jahre. Damit Sie die Technik wird sich in den nächsten 5 Jahren mehr und schneller verändern als in den letzten 20 Jahren. Mhm. Das ist eine Prognose von mir. Und sie wird sicher eintreffen. Es wäre mir persönlich eine große Freude und vielen anderen, die ich kenne, auch, wenn ich Ihnen, sagen wir, 20 oder 25 Jahren wieder dem Max Grundig vor der Kamera an einem Tisch sagen könnte, was du mir damals zum zweiten Mal vorausgesagt hast, ist genau wieder so eingetroffen. Und dann wahrscheinlich sieht er noch genauso jung und so flott aus wie heute. Es wäre sehr schön, aber ich glaube nicht daran. Wünschen wir von Herzen. Vielen Dank, Max Grundig.